dein Leben zu verändern und deine Ziele zu erreichen, kannst du die Macht deines Unterbewusstseins nutzen. Verstehe, was du wirklich willst und glaubst, und lass diese Überzeugungen deine Realität formen. Ein Buch, das dir dabei helfen kann, ist Die Macht ihres Unterbewusstseins von Joseph Murphy. Er erklärt, wie unsere Gedanken und Überzeugungen unsere Realität beeinflussen. Wenn du fest an deine Vision glaubst, setzt dein Unterbewusstsein Kräfte frei, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Um dies zu erreichen, musst du deine Vision als absolute Wahrheit akzeptieren. Die bewusste Entscheidung, deine Vision anzunehmen, wird eine stark treibende Kraft, die dir hilft, dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Konzentriere dich darauf, deine Ziele bewusst zu verfolgen, während du gleichzeitig dein Unterbewusstsein in Einklang mit deinen Zielen bringst. So schaffst du die Grundlage, um deine Träume in die Realität umzusetzen. Unbewusste Verhaltensmuster erkennen. Um zu verstehen, wie unser Unterbewusstsein unsere Realität beeinflusst, sollten wir uns bewusst sein, wie unsere Gedanken und Emotionen unsere Erfahrungen formen. Beobachte deine Denkmuster und emotionalen Reaktionen, um negative Überzeugungen aus der Vergangenheit zu erkennen und zu vermeiden. Indem du dich von alten Überzeugungen löst, kannst du das volle Potenzial deines Unterbewusstseins entfesseln. Ein hilfreicher Ansatz ist es, bewusst zu handeln und Situationen als Beobachter zu betrachten, anstatt unmittelbar zu reagieren. So kannst du eine tiefgreifende Veränderung in deinem Leben bewirken. Denke daran, dass das, was du fest glaubst, sich in deinem Unterbewusstsein manifestiert. Nutze diese Erkenntnis, um deine innere Landschaft zu erkunden und dein Leben bewusst in Übereinstimmung mit deinen Wünschen zu gestalten. Joseph Murphy drückte dies elegant aus. Was auch immer dein bewusster Verstand annimmt und für wahr hält, dein Unterbewusstsein wird es akzeptieren und zustande bringen. Nutze diese Weisheit, um deine eigenen Überzeugungen zu überprüfen und anzupassen, um das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Sei der aktive Gestalter deiner Realität, indem du deine Gedanken lenkst und positive Visionen in deinem Unterbewusstsein verankerst. Deine Wahl und Intention. Um das Beste aus unserem Unterbewusstsein zu machen, müssen wir bewusst unsere Beziehungen pflegen, auf unsere Gedanken und Emotionen achten und klare Absichten setzen. Denke daran, dass du beim Streben nach idealen Beziehungen nicht nur Ziele setzen, sondern auch auf deine Gefühle achten musst. Es ist wichtig, dass du dich auf deine emotionale Reaktion konzentrierst, wenn du mit äußeren Einflüssen konfrontiert wirst, um zu vermeiden, dass du in alte Denkmuster zurückfällst. Du kannst deine Rolle als Beobachter nutzen, um durch komplexe Beziehungsdynamiken zu navigieren, ohne von vergangenen Überzeugungen beeinflusst zu werden. Eine offene und nicht wertende Haltung dir selbst und anderen gegenüber kann helfen, dich von vergangenen negativen Erfahrungen zu lösen und sicherstellen, dass du dich nicht von alten Gewohnheiten beeinflussen lässt. Ludwig Maria Grignion sagt: Solange ihr ein Mann unter Menschen seid, hört die Weisheit, die in meinen Worten enthalten ist. Hört das Wort, welches euch mit dem Fundament des Lebens erfüllen wird. Hört das Wort, welches die Finsternis vertreiben wird. Höret das Wort, welches die Nacht vertreiben wird. Geheimnisse existieren nicht für den Mann, der die Tür geöffnet hat. Wenn ihr in die Gestalt des Lichts eingetreten seid, habt ihr Existenz, während das Licht unsterblich ist. Dieser Text enthält einige tiefgründige Botschaften,
die sich auf die Suche nach Weisheit, Erleuchtung und Transzendenz beziehen. Es ist so, dass es sich um eine Einladung zur Selbstreflexion und spirituellen Entwicklung handelt. Der Text ist eine Botschaft der Hoffnung, der Erleuchtung und versucht, die Suche mit spiritueller Erfüllung zu vermitteln. Es ermutigt dich, die Tür zur Weisheit und des Lichtes zu öffnen und sich auf den Weg zu machen, um die tiefsten Geheimnisse des Lebens und des Universums zu erkunden. Denke daran, dass deine Handlungen und Reaktionen auf das, was um dich herum geschieht, maßgeblich sind, und lerne, bewusst zu agieren, um positive Veränderungen zu fördern. Indem du aufmerksam und bewusst handelst, kannst du die Qualität deiner Beziehungen verbessern und positive Veränderungen in deinem Leben herbeiführen. Die Verbindung zwischen unserer inneren Welt und den Beziehungen im Außen ist sehr bedeutend. Indem wir authentisch handeln und bewusste Absichten setzen, können wir eine positive Resonanz in unserem Leben erzeugen. Achte darauf, wie du dich in Beziehungen verhältst, und sei bewusst, welche Energien du ausstrahlst. Eine positive Ausstrahlung kann eine positive Dynamik in unseren Beziehungen erzeugen und die Magie des Lebens enthüllen. Während du durch die Komplexität von Beziehungen navigierst, erkenne die Bedeutung der Selbstreflexion und der Weisheit, die von erfahrenen Mentoren kommt. Nutze diese Erkenntnisse, um authentisch zu interagieren und eine positive Realität in deinem Leben zu erschaffen. Sei dir bewusst, dass deine Handlungen und Einstellungen eine direkte Auswirkung auf deine Beziehungen haben. Kultiviere positive Energien und Gedanken, um eine erfüllte und harmonische Realität zu erschaffen. Es ist wichtig zu erkennen, dass unsere Emotionen eine bedeutende Rolle in unserem Leben spielen. Statt nur unsere Gedanken zu kontrollieren, sollten wir uns bewusst sein, welche Überzeugungen wir emotional annehmen. Während wir uns in verschiedenen Beziehungen befinden, ist es entscheidend, auf unsere emotionalen Reaktionen zu achten. Unsere Reaktionen können eine starke Kraft in unserem Leben sein, und es ist wichtig, positive Überzeugungen zu wählen, um eine positive Realität zu gestalten. Denke daran, dass deine Handlungen und Einstellungen eine direkte Auswirkung auf deine Beziehungen haben. Nutze die Erkenntnisse, um bewusste Absichten zu setzen und eine Perspektive als Beobachter einzunehmen. Indem du deine Energie ausrichtest, kannst du authentische Beziehungen aufbauen und ein erfülltes Leben führen. Beobachtung und Transformation. Das Zusammenspiel von Beobachtung und bewusster Transformation ist entscheidend, um unsere verborgenen Kräfte zu nutzen und unsere Realität zu gestalten. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Selbstreflexion, Gelassenheit und klaren Absichten zu finden, um diesen Prozess erfolgreich zu gestalten. Stell dir vor, du erlebst eine Situation, die alte negative Erinnerungen hervorruft. Hier ist die Kraft des Beobachters wichtig. Durch diese Fähigkeit können wir uns von alten Mustern befreien, indem wir unsere Reaktionen bewusst beobachten, anstatt sofort darauf zu reagieren. Dies ermöglicht uns, uns von vergangenen Einschränkungen zu lösen und uns von negativen Gedanken zu befreien. Die Beobachterperspektive dient als Schutzschild, der uns davor bewahrt, von vergangenen Überzeugungen beherrscht zu werden. Indem wir uns weigern, uns mit negativen Gedanken zu identifizieren, können wir eine innere Reinigung durchführen, die sich auch auf unsere äußeren Erfahrungen auswirkt. Eine Veränderung unserer inneren Haltung kann eine positive Welle in unserem Leben erzeugen, die sich auf unsere äußere Welt auswirkt.
Im Prozess der persönlichen Entwicklung wird die Fähigkeit, bewusst zu beobachten und nicht sofort zu reagieren, entscheidend. Indem wir uns von impulsiven Reaktionen lösen, können wir eine tiefgreifende innere Transformation erfahren. Unser Handeln wird nicht mehr von unüberlegten Impulsen bestimmt, sondern von bewussten Absichten und einem harmonischen Unterbewusstsein. Diese Veränderung markiert eine bedeutende Verschiebung in unserer Wahrnehmung. Die Haltung des Beobachters ermöglicht es uns, über unsere bisherigen Grenzen hinauszuwachsen und in einen Raum jenseits unserer Begrenzungen einzutreten. Die Erkenntnis, dass unsere Überzeugungen uns nicht definieren, sondern dass wir uns über sie hinaus entwickeln können, gibt uns Kraft. Dieses Bewusstsein kann uns in einen Bereich bringen, in dem persönliche Transformation nicht nur möglich, sondern auch unausweichlich ist. Göttliches Zentrum und Umarmung von Mushin. Ein wichtiger Aspekt, um unser verborgenes Potenzial zu erschließen, ist die Vereinigung zweier tiefgründiger Konzepte, die Rückkehr zum göttlichen Zentrum und das Konzept des Mushin, was Geist ohne Geist bedeutet. Die bewusste Rückkehr zum göttlichen Zentrum spiegelt die Idee von Mushin wider, wie sie in der Zen-Philosophie beschrieben wird. Dieser Zustand befreit den Geist von der Fixierung auf bestimmte Gedanken oder Überzeugungen. In diesem Zustand können wir uns in Aktivitäten engagieren, die nicht von vergangenen Konditionierungen beeinträchtigt werden. Dies kann sich auf verschiedene Bereiche wie Kampfkünste, öffentliches Sprechen oder künstlerischen Ausdruck erstrecken. Indem wir diese Konzepte verstehen und anwenden, können wir unser verborgenes Potenzial entfalten und eine Realität schaffen, die unserer Vision entspricht. Der Begriff des göttlichen Zentrums, wie von James Allen in Das himmlische Leben beschrieben, ermutigt uns, die inneren Heiligtümer in uns zu erkunden. James Allen betonte die Bedeutung, dass die Befreiung von inneren Konflikten in uns selbst gesucht werden sollte. Er sagte einmal: In dir selbst muss die Befreiung gesucht werden, denn jeder Mensch errichtet sein eigenes Gefängnis. Er sitzt innerhalb der Mauern von Fleisch und Knochen und baut durch Gedanken und Wünsche ihre Begrenzungen auf. Dieses innere Heiligtum kann uns eine Quelle der Stärke und Ruhe bieten, selbst inmitten von äußeren Herausforderungen. Die Rückkehr zu diesem Zentrum ermöglicht es uns, uns von äußeren Ablenkungen zu lösen und mit Klarheit und Absicht zu handeln. Stell dir vor, du hättest eine 7-tägige mentale Diät wie Emmett Fox. Konzentriere dich darauf, wie du dich fühlst, wenn du über Dinge nachdenkst, anstatt einfach nur daran zu denken. Wenn du deine Gefühle von den Gedanken trennst, verlieren die Gedanken ihre Macht über dich. Du kannst so handeln, wie du wirklich bist, ohne von alten Denkmustern beeinflusst zu werden. Um das Beste aus unserem Leben zu machen, können wir erst Dinge beobachten und dann verändern. Wenn wir uns von außen betrachten, können wir klarer sehen, was um uns herum passiert. Wenn wir verstehen, warum wir so reagieren, können wir besser darauf eingehen. Indem wir uns selbst besser kennen, können wir entscheiden, was wir wirklich wollen und uns frei fühlen. Unsere Gefühle sind wie eine Kraft, die uns vorantreibt. Wenn wir optimistisch denken und handeln, ziehen wir positive Dinge in unser Leben. Unsere innere Haltung beeinflusst, wie wir die Welt erleben. Also ist es wichtig, auf unser inneres Gleichgewicht zu achten. Um unsere innere Stärke zu entfesseln, können wir verschiedene Konzepte kombinieren, wie zum Beispiel das göttliche Zentrum und den Mushin-Zustand.
Diese Ideen ermutigen uns, über unsere begrenzenden Überzeugungen hinauszugehen und bewusste Absichten mit unserem Unterbewusstsein in Einklang zu bringen. Wenn wir diesen Weg gehen, können wir unser volles Potenzial ausschöpfen und die Kraft unseres Geistes nutzen, um unser Leben nach unseren Wünschen zu gestalten.